Was geht ab? Herzlich willkommen auf HipHop.de. Mein Name ist Aria. Herzlich willkommen bei On Point. Ihr wisst Bescheid, jeden Montag. So, zum Abschluss des Februars, glaube ich, die letzte Februar-Folge hier. Ja, was ging so in Deutschrap? Ich war Ende letzter Woche am Freitag, ich glaube es war Freitag, in Köln bei Flair, ja, Fleazy Flair auf Vibe-Tour. Flair und Jalil, Mortel war auch am Start. Flair, Jalil, Mortel auf Vibe-Tour. Ich glaube, ja, die Tour ist jetzt vorbei. Am 26. War das hier. Letzter Auftritt in Frankfurt, das heißt, bringt jetzt nichts, wenn ich euch sage, geht dahin. War auf jeden Fall sehr energisch, Flair hat da nicht so viel versprochen. Mortel hatte seine Jungs dabei, so ganz wenige Jungs, ja. Die MMFK-Jungs waren da, Petit Frais war da. War gut, Abriss auf jeden Fall, könnt ihr auch auf Flairs Instagram sehen. Er postet ja einmal diese Fotos von seiner Tour. Auch schöne Grüße an Memo, der die fleißig und schön die ganzen Fotos da macht. Ansonsten, soll ja jetzt nicht hier um die Tour gehen, ansonsten im Deutschrap diese Woche ist ja nicht so viel passiert. Ein paar Leute sind gechartet, schöne Grüße an Kianosch zum Beispiel, der gechartet ist, glaube seine beste Chartposition auch geholt hat mit Platz 7. Plusmacher ist gechartet, ja, auf die 11, auch Gratulation. Ihr könnt euch natürlich auch immer die aktuellsten Sachen, die es gibt im Deutschrap-Kosmos, ja, hier bei Spotify, in unserer Spotify-Playlist reinziehen. Moment, ich suche die mal eben für euch. Da ist sie. Deutschrap, diese natürlich, ne, powered by HipHop.de. Ist das Sido? Ja, Sido und SDK ist ja auch noch relativ frisch, das Album aus diesem Jahr. Sido, SDK, Kollege Casey Kianosch. Ja, also alle möglichen Trettmann, alle möglichen Leute da, zieht euch die rein. Einer, der auf jeden Fall meiner Meinung nach fehlt und auch die letzten Jahre hier drin gefehlt hat, ist Dendemann. Ja, ich weiß, warum jetzt auf einmal Dendemann-Thema? Ich will so ein bisschen, kleines bisschen über Dendemann labern hier bei On Point. Ich habe es auch vorgestern irgendwann bei HipHop.de geschrieben, was macht Dendemann eigentlich? Ja, fragt man sich ja immer wieder. Klar, das letzte Dendemann-Album liegt extrem lange zurück, 7 Jahre glaube ich, 6, 7 Jahre. 2010 war das Jahr, vom Vintage verweht. Dendemann sowieso jemand, der sich ja viel Zeit lässt zwischen den Alben, dazu werden wir gleich kommen. Aber klar, die letzten 2 Jahre war er bei Neo Magazin Royal, für den letzten Menschen, der vielleicht unterm Stein gelebt hat und das nicht mitbekommen hat. Hat da die letzten 2 Jahre, ich glaube von Februar 2015 jetzt, bis eben im Dezember, wo er aufgehört hat, immer jede Woche so ein kleines bisschen was gespittet, paar Bars gebracht. Das war ziemlich geil eigentlich. Schade, dass er aufgehört hat. Das war immer so ein Highlight der Sendung, der Neo Magazin Royal-Sendung von Jan Böhmermann. Rap wurde endlich mal gut represented im TV, im deutschen TV. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich würde sagen, Dendemann hat da mit den besten Job gemacht für deutschen Hip-Hop, den je jemand so auf der Bühne gemacht hat im TV. Hip-Hop war ja sowieso irgendwie die ganze Zeit Thema in dieser Böhmermann-Sendung. Hat sich nicht nur Gäste rangeholt, natürlich ein Kollege war beispielsweise da. Da ging es auch thematisch hin und wieder mal so über Hip-Hop. Er hat ja auch immer wieder Flair zum Beispiel aufgegriffen als Thema. Die Credibility auf der anderen Seite, ja, diese Hip-Hop-Credibility für die Sendung, hat er sich natürlich dann durch Dendemann geholt, beziehungsweise heißt geholt, ne? Dendemann war in der Sendung, hat einen sehr guten Job gemacht. Das war auch das, was die Leute mal gesagt haben, ey, der Jan Böhmermann, der macht sich nicht lustig über Rap, so, der hat doch den Dendemann in der Sendung und so weiter. Wie gesagt, schade, dass er jetzt weg ist, ja, er wurde ja ersetzt im Dezember, beziehungsweise im Dezember hat er aufgehört, das Ende wurde groß inszeniert, die ganze Dende-Ende-Sendung vom Neo Magazin Royal hat sich ja darum gedreht. Viele Gäste waren da, Motor war da, Echo war da, Kolle war da. Die haben alle ein paar Medleys gemacht, Dendemann-Medley, dies, das. Diese History of Rap nochmal gemacht, was ja generell auch eins der Höhepunkte von Dendemann und auch Jan Böhmermann in dieser Sendung überhaupt war. Dieser kleine Film, wie er, ne, von zu Hause, von seinem Trailer ins Studio geht zum letzten Mal, war ja so 8-Mile-mäßig aufgezogen im Bus mit Kopfhörer. Ja, unser guter Roos war auch da. Komm, mach hin! Mittlerweile ist ja das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld da zuständig für die Rolle, die Dendemann und die Freie Radikale übernommen hatten, 2 Jahre lang. Klar, diese 2 Jahre wusste man also.
was Dendemann macht. Ja? Wenn jemand Dendemann-Fan war, konntest du jede Woche einschalten. Ihr könnt übrigens auch auf Hip-Hop.de, ich weiß nicht, ob man den Link hier einbinden kann, mal so einen Überblick über die ganzen wöchentlichen kurzen Dinger, die Dendemann gemacht hat. Könnt ihr euch mal reinziehen, ist viel gutes Zeug dabei. Da wusste man zwei Jahre lang, ja, was macht der Typ? War ja auch gewissermaßen eine Renaissance auch für seine Karriere. Ich will nicht sagen, dass er in Vergessenheit geraten wäre, aber das war ja schon so weit im Hinterkopf, ja, was Dendemann macht. Durch diese Sendung, klar, das Interesse war wieder da. Kommt ja auch nicht von ungefähr, dass so viele Rapper dann hinkommen, wenn man ein Dendemedley macht, wenn man History of Rap macht mit ihm, dass ein Kolle beispielsweise Motrip Echo da hinkommen. Dendemann hat eben früh, schon sehr, sehr früh Maßstäbe gesetzt. Zuerst mit seinem Partner DJ Rabauke als 1-2. Ja, 1999 kam das erste 1-2-Album, das erste richtige große 1-2-Album raus. Gefährliches Halbwissen. Was lustigerweise das Lieblingsalbum von Kollega ist. Ich glaube, Kollega hat selber sein eigenes Album Zuhältertape 3 als Lieblingsalbum genannt und meinte dann so, ja okay, außer meinen eigenen, noch gefährliches Halbwissen von Dende. Peders, ja, von Peders ist das auch das Lieblingsalbum. Klar, das sind zwei Leute, also Kolle und Peders jetzt, ein Punchline-Rapper, technisch sehr, sehr versierte Rapper. Das zeigt und das sagt ja auch schon, dass Dende sehr, sehr früh, ja, wir reden hier über 1999, das heißt vor den ersten Bushido-Sachen, Sido-Sachen, nennen wir es mal so einzuordnen, dass Dende man damals schon mit einer enormen Wortgewandtheit, mit enormen Wortspielen, technisch anspruchsvollem Rap jongliert hat. 2001, also zwei Jahre nach dem ersten Album, kam das zweite Album, 2 heißt das, von 1-2. Dann gab es erstmal wieder eine lange Zeit nix. Dann ist Dendemann alleine zurückgekommen. 2006 sein Debütalbum Pfütze des Eisbergs. 2010 vom Vintage verweht. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen schnell. Zieht euch die Dinger rein, wenn ihr die nicht kennt. Ja, ist zumindest mal wert, einmal so reinzuhören. Denn, ja, wie gesagt, ein Comeback steht, glaube ich, in den Startlöchern. Ja, wenn man Dende auf Social Media so folgt, dann wird man schnell merken, so richtig konkret irgendwas Ernsthaftes sagt er da nicht. Ne? Das ist immer so ein bisschen spaßig mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber ey, schon im Juli 2016, das heißt vor 6-7 Monaten etwa, gab es ja so eine Welle bei Twitter. Haben ja schon ganz viele Leute gepostet. Alias hat gepostet. Echo hat gepostet, Paul Rippe hat gepostet. Könnt ihr euch mal hier reinziehen irgendwo, wenn ich die News einbinde. Hashtag Free12. Free, Free Synergy. Ja, es deutet also alles darauf hin, dass ein neues 1-2-Album kommt. Gerade wenn man mal guckt, ey, warum hat denn der Dende bei Neo Magazin Royale aufgehört? Ja, er war erstens sehr, sehr wichtig fürs Neo Magazin. Er war zweitens sehr, sehr beliebt fürs Neo Magazin. Ich denke auch zwischen ihm und Jan Böhmermann ist das Verhältnis so, wie man es mitkriegt als Zuschauer, sehr gut. Ja? Also muss es irgendeinen handfesten Grund geben, warum er da aufgehört hat. Bleibt zu hoffen, dass es musikalisch ist, dass er sich jetzt hinsetzen will, seit Dezember im Studio war, an dem Album gearbeitet hat. Und ja, Mann, ey, ich denke, wenn es tatsächlich der Fall ist, können wir 2017 uns auf ein Dendemann oder 1-2-Album freuen. Schreibt ihr mir doch mal gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen würde, ob eurer Meinung nach ein 1-2-Album hier ins aktuelle Deutschrap-Geschehen. Ja, zieht euch mal bitte, ja, die Dendemann-Alben rein und dann zieht euch unsere aktuelle Playlist rein und dann sagt mir, passt das ins aktuelle Deutschrap-Geschehen? Wie seht ihr den Vergleich? Ich denke, es wäre sehr, sehr interessant, wenn Dendemann-Album 2017 kommt und sich in dieser Deutschrap-Landschaft so zurechtfinden muss. Wer weiß, ne? Ey, es gab noch ein Thema, was ich hier besprechen möchte. Ein heißes Thema, das ist zwar kein Deutschrap, aber ihr schreibt mir ja zu Genüge in den Kommentaren auf Twitter, dies, das. Ey, bitte rede über Ami-Rap, dies, das. Klar, es ist immer so eine Sache mit Ami-Rap. Meistens passiert irgendwas im Deutschrap-Kosmos, was gerade ein bisschen heißer ist. Aber ich glaube, im Moment ist kaum etwas heißer, ja, als dieser Typ hier. Future Hendrix, ja, meine Damen und Herren. Letzte Woche sein neues Album gedroppt. Future, heißt Future. Diese Woche sein neues Album, also sein neues Album gedroppt. Hendrix, erstmal das verdauen, ja, zwei Alben in zwei Wochen. Währenddessen ging Future auf die 1, also das erste Album ging auf die 1. Mann, Dicker, man kommt fast nicht mehr hinterher. Ja. Das war jetzt, glaube ich, seine vierte Nummer 1 in Folge.
Ich guck mal eben, ne? Ja, vierte Nummer 1 in Folge. Mit Dirty Sprite 2 in 2015 ging er auf die 1. Mit dem Drake Collabo Mixtape What a Time to Be Alive ging er auf 1. Mit Evo ging er auf 1. Ja, also die beiden Dinger letztes Jahr. Und jetzt sein erstes Nummer 1 Album in 2017. Manche Leute bringen jahrelang gar kein Album raus. Er bringt mehrere. Ja, deswegen sein erstes Nummer 1 Album 2017. Future. Ey, wer weiß, wenn dieses Hendrix-Ding nächste Woche auch auf 1 geht, also nächste Woche, wenn die Chart-Dinger reinkommen, dann ist er 5-mal in Folge innerhalb von 2 Jahren. So, ne? Ich glaube, es sind 20 Monate seit Dirty Sprite 2 in 20 Monaten 5-mal auf die 1. Das muss man da reinziehen. Also alle 4 Monate im Durchschnitt auf die 1. Selbstverständlich ist das Rekord, das muss ich an der Stelle auch eigentlich gar nicht mehr sagen. 3-mal war schon Rekord in der Zeit, in der er das geschafft hatte. Also mit DS2, What a Time to Be Alive und Evo. Das vierte war jetzt auch nochmal Rekord in der Zeit. Und mit dem fünften natürlich, ich glaube, ja, wenn er dieses Hendrix-Ding auch noch auf die 1 bringt, dann glaube ich, ist das auch ein Rekord, den kannst du eigentlich auch nicht mehr knacken, so, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, zwischendurch kam ich gar nicht mehr mit. Also gerade deswegen ist auch diese Playlist hier ziemlich geil. Ich schreibe euch die alle in die Beschreibung, ja. Die 2 Playlists, die ich geil finde. This is Future heißt das Ding, ja. Hier seht ihr alle Songs von Future, zwischendurch Marsh Madness, Evo, Hendrix, Used to This, seine Feature-Songs auf dem Rihanna-Album beispielsweise, Dirty Sprite, What a Time to Be Alive, also alles drin, wenn ihr mal vor lauter Future-Releases nicht mehr wisst, was sind seine größten Hits und so weiter, habt ihr hier alles auf einem geilen Überblick. Alter, wie kann man eigentlich so viel Musik machen? Vielleicht labern wir mal darüber. Vielleicht ist das auch interessant für den einen oder anderen Deutschrap-Fan, der sich fragt, Digga, was sind das für Ausmaße? Wie kannst du so oft droppen? Und das sind ja nicht nur Mixtapes. Also von den 5 Sachen hier, die ich gesagt habe, war No Water Time to Be Alive ein Mixtape, aber ne, eher wie ein Album gebracht. Ist ja auf Platz 1 gegangen, Platin, dies, das. Das sind ja Alben, die er drops da, in der Taktung. Das schafft ja nicht mal Flair, in der Taktung Alben zu droppen. Naja, der Ansatz, den Future nimmt seit ein paar Jahren, ist ein rigoroser Workaholic-Ansatz. Die Jungs sind dort im Studio, die feilen nicht übertrieben lange an den Songs. Der Future sitzt da im Studio, arbeitet. Und mit Arbeiten meine ich, die sitzen da, die lassen Beats playen. Ja, das könnt ihr euch in Interviews zum Beispiel reinziehen, wo er das sagt. Er nimmt die ersten Ideen, die er hat, ja, die so im Raum rumschwirren, schnell festhalten, in die Booth gehen, einsingen, rappen, wie auch immer man das nennt, was er da macht. Ja, also schnell die ersten Impressionen, die man so kriegt, festhalten. Das ist natürlich ein sehr, sehr intuitives Arbeiten. Ja? Wenn man zum Beispiel das vergleicht mit anderen Künstlern der Szene, beispielsweise ein Jay-Z, auch ein Drake stellenweise. Die Leute setzen sich hin für ein Album. Ja? Beyoncé zum Beispiel. Beyoncé ist jetzt keine Rapperin, aber findet ja auch in diesem Rap-Kosmos irgendwie statt. Übertrieben ausgefeiltes Album. Ja? Die sitzen sich dahin, wochenlang, monatelang, jahrelang, feilen an einem Song, an einem Sound, in diesem Ding. Das muss so sein. Oh, bitte, geh nochmal in die Booth. Mach das nochmal. Pass auf, dass du an der Stelle das so machst. Das gibt's aber bei Future nicht. Ja? Ich finde, man hört das bei der Musik auch raus. Na, gerade wenn man das, diese beiden neuen Alben auch hört, seine Stimme ist manchmal so ein bisschen zerbrechlich. Er verschluckt manchmal Sätze und Wörter und so weiter. Aber das gehört eben alles dazu. Ja? Das ist quasi so rhetorische Mittel, die aus der Art und Weise geboren sind, wie eben Future seine Musik aufnimmt. Ich weiß noch, es gibt in so einer TV-Doku, da setzt sich Young Thug, ja, Young Thug auch jemand, den es ohne Future so in der Art und Weise nicht gegeben hätte, aus, ne, Einflussgründen. Young Thug sitzt da mit seinem Label, Labelchef Leo Cohen, und der Leo sagt ihm so, ey, du bist voll der talentierte Typ, aber bitte, wenn du deine Songs recordest, dann steck doch bitte Liebe rein, feil die aus, gib dir Mühe, mach daraus Hits. Ja? Und der Young Thug sitzt dann da und sagt, Dicker, ich arbeite keine 2-mal an einem Song. Ich setze mich an einen Song und entweder wird er fertig oder er wird nicht fertig. Scheißegal, ein 2. Mal setze ich mich nicht an den Song. Ja? Das muss einmal quasi in einer Session
gemacht sein. Das ist crazy, natürlich. Und bestimmt gehen da auch viele Songs, gehen ihm viele Songs durch die Lappen. Wenn man sich da jetzt länger an einen Song dran gesetzt hätte, der beim ersten Mal nicht fertig wird, dann hätte man möglicherweise den einen oder anderen Hit. Aber klar, dadurch kommt auch das Feeling zustande. Dadurch kommen andere Songs wiederum zustande, die nie so gekommen wären, wenn du nicht in diesem flüssigen Arbeitsmodus erstmal drin bist. Ob man es glauben mag oder nicht, ich hau jetzt ein Beispiel raus, da werden jetzt alle wieder schreiben, Gotteslästerung, dies, das. Ja, und Tupac hat auch ähnlich gearbeitet, natürlich musikalisch ganz was anderes, aber ein Pac war auch so eine Maschine. Wenn man sich anhört, wie Dr. Dre über ihn redet und sagt, ey, der Pac ist in die Booth gegangen, also in dieses in die Aufnahmekabine, wo es dunkel und klein ist, hat dort angefangen, Parts einzurappen. Auch nur einmal, ne? Weil Pac hat gesagt, ey, am besten mit dem ersten Take musst du das schaffen, weil die Emotion geht beim zweiten, dritten, vierten Take immer mehr verloren. Deswegen versuchen wir alles beim ersten Take reinzukriegen. Hat dann die Dinger so gerappt. Also das ist das, was Dre sagt, ne? Nicht was ich sage. So. Und hat dann in der Booth gesagt, ey, mach mal den nächsten Beat und hat da geschrieben. Ja, also das musst du auch überlegen. So. Der hat sich jetzt nicht übertrieben lange Zeit genommen zum Schreiben, der Pac. Das sind übrigens All Eyes on Me Zeiten, über die wir reden. Das ist dann nochmal ein bisschen unterschiedlich als der frühe Pack. Nichtsdestotrotz hat er in der Booth geschrieben und meinte, ja, ich bin ready, komm. Take, bam, rappen. Okay, nächster Beat, schreiben, rappen. So, Alter, dadurch kommt natürlich auch, dass der Pack beispielsweise so viel Material hat, dass man 10, 20 Jahre danach immer noch mit unveröffentlichten Parts neue Songs machen kann. Angeblich, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, ich glaube, irgendein deutscher Rapper hat das gesagt, dass Pac auch immer damals gesagt hätte, wenn er Fehler gemacht hat beim Rappen, so kleine Fehler, Wörter verschluckt oder so, we fix it when we mix it. Also wir reparieren das beim Mission Master, ne? Wo er ja gar nicht mehr ein Teil davon ist, quasi. Aber natürlich, das ist eine sehr energische Arbeitsweise, eine sehr auslaugende Arbeitsweise eigentlich und eine überaus authentische Arbeitsweise auch, würde ich sagen. Es ist ja alles dann sehr, sehr organisch, so wie es gerade eben kommt. Und dadurch auch das Naturell dieser zwei Future-Alben, die jetzt draußen sind. Future und Hendrix, wo einmal auf Future ist er halt der Trap, der typische Trap-King gerade, der diese abgespacede Fuck Up Some Commas Mucke macht für den Club. Und auf Hendrix, ja, so hat er es selbst gesagt, so sehe ich das auch, eher eine persönliche Seite. Ja. Erzählt mehr, rappt auch mal, also ne, Future rappt ja gar nicht so traditionell. Das passiert auf Hendrix ein bisschen mehr, allein wenn man sich das Intro My Collection anhört, er erzählt mehr, kehrt sein Inneres mehr nach außen. Ich denke, das ist auch ein Wunsch dann von einem Künstler, der jahrelang so eine Mucke wie Fuck Up Some Commas oder Jumpman macht, dann mal sich eine Zeit zu nehmen, ja, und zu sagen, okay, ey, ich erzähle jetzt tatsächlich was mal auf dem Song. Vielleicht wollen die Leute ja mal hören, wie es mir tatsächlich geht. Ich denke jetzt nicht, dass das super verkopft war bei Hendrix, aber tendenziell war wahrscheinlich Hendrix eher auch in der Richtung des klassischen, ne, die Beispiele, die ich gerade gegeben habe, Drake, Jay-Z, dass man sich hinsetzt und vielleicht mal einen Moment mehr an den Songs sitzt, als bei dem Future-Tape, ja, also bei der ersten Seite dieses Doppelalbums quasi. Man hat ja auch gehört, dass für das What a Time to Be Alive mit Drake, ne, hat der Drake gesagt, ey, das ist mir alles zu verkopft, was ich momentan mache. Ich will mir mal eine Auszeit nehmen. Ja, ich will mal Abwechslung. Ich fliege nach Atlanta zu Future. Ja, wir gehen da ins Studio. Sechs Tage oder sieben Tage war das. Schließen uns ins Studio ein und machen ein paar Songs. Und am Ende sind eben, ich weiß gar nicht, wie viele Songs auf dem Album sind, 14, 15 Songs rausgekommen, weil der Drake auch gesagt hat, ey, der Future ist crazy, Alter. Der macht. Und ich will halt natürlich mithalten mit dem Tempo. Ich will mitmachen. Und am Ende ist so ein Collabo-Mixtape entstanden, ja. Das heißt, dem Drake hat es ein bisschen geholfen, da sein State of Mind ein bisschen wieder aufzurütteln. Und im Future, eben dieses Mal bei Hendrix, hat er auch mal für sich eine außergewöhnliche Reise genommen. Schreibt ihr mir doch in die Kommentare, Alter, welche Seite ihr lieber mögt. Mögt ihr lieber den Trap-Lean-verballerten Future, der die Brecher-Dinger macht für einen Club? Oder mögt ihr eben, habt ihr viel mehr Gefallen gefunden jetzt an Hendrix, wo er sagt, ey, das ist mein persönliches, ehrlichstes Album. Ja, auch wenn sein 2014er Album Honest heißt. Er meinte sogar, ey, eigentlich hätte ich dieses Album hier Honest nennen müssen. Sagt mir gerne, welches ihr mehr feiert, auch was euer Lieblingssong auf den beiden Alben ist. Ja, wie gesagt, sage ich nochmal ans Herz zu legen hier, This is Future. Ich binde alles unten in die Beschreibung rein, ja.
Beziehungsweise Erich macht das, um ehrlich zu sein. Vielen Dank an Erich. Danke fürs Zugucken. Ja, ihr wisst Bescheid. On Point, hiphop.de. Bis zur nächsten Woche. Yes!